weiß gar nicht, wo wir sind. Und ich sehe, oh doch, ich weiß, wo wir sind. Beachtet mal bitte nicht meine Frisur. Es ist windig hier. Ich habe mich irgendwie beim Rückweg ein bisschen verlaufen. Es ist Sommer, sag ich euch, Sommer. Wird heute irgendwie eine Party im Weißen Haus geschmissen? Ich hätte echt mir da die App runterladen sollen für den Urlaub und einfach mal ein bisschen Coupons sammeln, ein bisschen was umsonst bekommen, aber nee. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Es geht heute nach Washington. Ich starte direkt den nächsten Vlog. Ich war gerade bei Trader Joe's noch einkaufen und habe ein paar Lebensmittel für Frühstück und Mittagessen heute geholt. Unser Bus geht um 11 und gerade spaziere ich noch durch den Central Park. Einer meiner Lieblingsspots hier, muss ich sagen. Und ich habe echt Glück, dass das so nah an unserem Hotel ist. Ja, hier war ich jetzt eigentlich täglich und der ist echt schön, der Park. Und heute ist auch wieder besseres Wetter. Die letzten Tage war es sehr regnerisch und hat geschneit. Es ist zwar super kalt, aber es schneit nicht. Heute um 11 geht es eben nach Washington und dann werden wir so gegen 3:30 dort sein. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich wieder zurückgehen ins Hotel, meinen Koffer noch fertig packen und dann geht's auch schon los. Gerade einen kleinen Zwischenstopp bei, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Und ich sehe, oh doch, ich weiß, wo wir sind. Sie. Da sind wir. Und da wollen wir hin. Spiegelt ein bisschen, aber egal. Und ich bereue gerade ein bisschen, dass ich mir vorhin Salat bei Trader Joe's mitgenommen habe, weil hier gibt es einfach Panda Express. Und Panda Express ist meine absolute Lieblings-Fastfood-Kette hier in den USA. Und ja, naja, kein Panda Express für mich, sondern Salat. Nee, ist schon in Ordnung. Und auf jeden Fall, ich denke, wir fahren jetzt noch so. Thank you. Ich denke, wir fahren jetzt noch so 2-3 Stunden. Und das Wetter ist aber echt schön. Es ist auch wirklich so viel wärmer. Ja, let's go. Wir sind in Washington angekommen. Wuhu. Und jetzt versuchen wir erstmal unser Hotel zu finden. Wie ihr seht, sind wir in Washington angekommen. Beachtet mal bitte nicht meine Frisur. Es ist windig hier. Aber es ist trotzdem richtig schön warm. Und ich habe mich jetzt in meine Laufsachen geschmissen und werde eine Runde joggen gehen zu dem Park hier. Oder ich erzähle euch, wenn ich dort bin, wo ich genau bin. Das ist so 20 Minuten von hier. Da werde ich jetzt mal hinlaufen. Und jetzt gibt es noch einen Apfel. Und Caro ruht sich einfach ein bisschen aus. Ich dachte mir aber, ich muss dieses schöne Wetter nutzen und wenigstens etwas machen und ich habe richtig Lust, hier dahin zu laufen, weil ich glaube, dass es richtig schön ist und die Gegend hier ist auch so, so schön, wo unser Hotel ist. Unser Hotel, ein bisschen suspekt alles, ist halt so ein Hotel-Restaurant-Bar-Ding, aber wird schon. Das Zimmer ist auch nicht so das Größte, aber es ist okay auf jeden Fall für die 3 Nächte. Und ja, ich freue mich jetzt auf meinen Run. Let's go! Ich habe gerade einen einigermaßen windstillen Spot gefunden. Es ist wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen windig, tut mir leid wegen dem Sound. Aber auf jeden Fall, oh ja, der Wind kommt hier. Bin ich hier gerade beim Washington Monument und habe auch schon so ein paar andere Sachen gesehen, habt ihr ja gesehen. Und ja, es ist so schön, es ist einfach so schönes Wetter.
und ich genieße es gerade wirklich. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall wieder zurücklaufen und dann mal schauen, was Caro und ich heute Abend noch machen. Also wahrscheinlich gehen wir mit den Jungs, weil es sind gerade noch Jungs von unserer Truppe hier parallel, aber die sind gestern schon gekommen. Wahrscheinlich gehen wir mit denen noch essen, aber genau, wir schauen einfach mal. Es ist so schön. Schaut mal die Sonne, ich habe sie so vermisst. Okay, let's go. 9 Kilometer ist done. Und ja, ich habe mich irgendwie beim Rückweg ein bisschen verlaufen. Deshalb sind es dann doch auf einmal 9 Kilometer geworden, aber es war sehr schön. Und ja, jetzt gehe ich duschen und danach gehen wir, glaube ich, Taco essen mit den Jungs. Das war jetzt, glaube ich, so der Plan. Aus Washington. Wir sind jetzt schon auf dem Weg zur Metrostation. Und zwar haben wir heute, der Plan ist, dass wir mit der Metro zu dem Ende von diesem großen Geländepark White House und so fahren und von da dort dann einmal von hinten lang durchlaufen und uns alles anschauen. Genau. Und jetzt fahren wir da erstmal hin zu der Station, zur Union Station. Essen da hoffentlich noch was oder Kaffee oder keine Ahnung, ich brauche noch was. Und dann machen wir uns auf den Weg. Und das Wetter ist so schön heute. Es hat 17 Grad und es ist Sommer, sag ich euch, Sommer. Ja, ich melde mich später wieder. So, und gestern Abend haben wir uns noch mit den Jungs eben zum Burrito-Essen getroffen und sind danach mit denen auch noch in deren Hotel. Das ist ein sehr fancy Hotel. Und da haben wir noch einen Film geschaut, ja, nur um nochmal so die Szenen von gestern Abend zu erklären. Wir haben uns jetzt gerade hier ein kleines, schönes Chartiersplätzchen gesucht und machen gerade eine kleine Snackpause. Wir haben eigentlich auch schon einen guten Weg geschafft. Das Capitol haben wir schon gesehen und die ganzen Museen, die rechts und links sind. Und, also wir waren nicht drin, aber halt von außen ist hier, wir wollen morgen vielleicht in ein Museum gehen. Hinter uns ist jetzt noch, ich weiß nicht, ob man es sieht. Wo ist es denn? Na, es ist versteckt hinter den Bäumen. Also hier ist auf jeden Fall noch das Monument. Da gehen wir dann auch gleich hin. Und ja. Hallo, ich melde mich auch mal wieder. Wir haben heute im Prinzip diesen riesen Spaziergang gemacht. Es sind, glaube ich, letztendlich
über 13 Kilometer geworden. Und wir haben aber auch eigentlich viel gesehen. Es war super schönes Wetter, es war richtig schön warm. Ich habe es sehr genossen. Und danach sind wir auch wieder zurück ins Hotel, so gegen 6 oder halb 6 waren wir da. Und haben jetzt ein bisschen gechillt. Jetzt haben wir es, glaube ich, schon fast 9 Uhr. Und ich gehe jetzt zum Subway. Wir haben hier einen in der Nähe und hole noch unsere Subs ab, die wir uns bestellt haben. Genau, das mache ich jetzt. Und danach gehen wir auch, glaube ich, schlafen, weil wir schon sehr kaputt sind. Ich muss sagen, ich habe leider auch einen kleinen Sonnenbrand heute bekommen. Nicht im Gesicht, aber in meinem Dekolleté hier, weil ich da ja also einen tiefen Ausschnitt hatte. Well, da habe ich es halt voll vergessen, Sonnencreme aufzutragen, aber es ist in Ordnung. Und ja, mal schauen, was wir morgen machen. Wahrscheinlich Museen, haben wir uns gedacht. Weil das Wetter ist zwar immer noch super, es ist immer noch super warm, aber es soll ein bisschen regnen bzw. bewölkt sein. Und ich denke, wir werden in ein paar Museen mal schauen. Genau, mal reinschauen. Ja, das ist so der Plan. Gute Nacht, bis morgen. Hallo und guten Morgen aus Washington. Ich bin tatsächlich heute allein unterwegs. Caro will lieber noch auf dem Zimmer bleiben, sich ein bisschen ausruhen. Wir haben es jetzt auch schon 12, aber ich werde mich jetzt trotzdem auf den Weg machen Richtung die Gegend, wo wir gestern auch waren, also die ganzen Museen. Und dann werde ich da mal schauen, ob ich in ein Museum reingehe. Ich will auf jeden Fall in den Botanischen Garten dort, weil das haben wir gestern nicht mehr gemacht. Da will ich aber heute auf jeden Fall noch rein. Ich werde jetzt auf die Metro nehmen. Ich würde ja gerne ein Fahrrad nehmen, aber da braucht man WLAN für, um die freizuschalten oder halt Hotspot, und das habe ich nicht. Leider. Aber ist in Ordnung. Ich werde jetzt mal auch eine andere Metrostation aussteigen und dann mal schauen, was ich so noch so sehen werde. Um 3 fahren Caro und ich dann wahrscheinlich Richtung Georgetown und essen da irgendein Lobster Place, gibt's da, den wir auschecken sollen. Das machen wir. Aber jetzt den Morgen verbringe ich erstmal alleine. Genau. Es wird heute irgendwie eine Party im Weißen Haus geschmissen oder im Kapitol, weil hier ist ultra viel Polizei und hier sind gerade ganz viele Limos vorbeigefahren. Was geht denn hier? Das muss ich später mal googeln. Das war gerade schon ein bisschen komisch. Hier waren einfach so, also hier stehen so viele Polizeiautos und alles überwacht, und wir mussten irgendwie warten, bis so ein paar schwarze Vans mit Leuten drin vorbeifahren konnten. Also muss ich echt mal googeln, was da los war. Nämlich gerade noch in dem Botanischen Garten. Es ist so schön, auch von innen war es richtig schön. So viele unterschiedliche Pflanzen und Environments haben die echt schön gemacht. Und währenddessen hat es ja auch richtig runtergeregnet, habe ich gar nicht mitbekommen. Es ist irgendwie alles nass. Aber es ist immer noch super warm, was richtig schön ist. Und ich habe Mordshunger und brauche unbedingt auch irgendwie einen Kaffee oder so. Deshalb werde ich jetzt, denke ich mal, zurück in die Zivilisation laufen und schauen, ob es da irgendwas gibt, weil ich brauche irgendwas. Ich brauche Energie, bevor ich hier weitermache mit dem Space Museum. Genau, schauen wir jetzt mal, wo was ist. Jetzt lecker gefrühstückt, hat zwar ein bisschen länger gedauert, weil das ein sehr beschäftigter Starbucks ist, aber es war auf jeden Fall lecker. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Space Museum, Space and Aircraft Museum, keine Ahnung, irgendwie so. Und da schaue ich jetzt einfach mal rein, mal schauen, ob es mir gefällt oder nicht. We will see.
Well, turns out, dass das Air and Space Museum sehr, sehr beliebt ist und man Passes braucht, um da reinzukommen. Also es ist umsonst, aber man muss halt im Vorhinein buchen, dass man zu der und der Zeit dahin will. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Da war auch eine riesenlange Schlange. Es gibt auch keine Passes mehr für heute. Ich wollte gerade today sagen. Deshalb werde ich jetzt mal zu dem anderen Museum gehen, was mich noch interessiert, und zwar wieder das Museum of Natural History. Wir waren zwar schon in New York in einem, aber es ist besser, als jetzt nichts zu machen. Deshalb werde ich da mal schauen, ob man da auch Passes braucht oder ob man da so reinkommt. Ja, aber schaut mal. Washington Momentum. Ich liebe diese Area hier. Es ist einfach alles so schön grün und so, weiß ich nicht. Aber heute das Wetter, es regnet, und ich bin sehr froh, dass wir gestern so Glück hatten mit dem Wetter und diese Tour machen konnten, weil das wäre heute kein Spaß gewesen, sag ich euch. Mal schauen, ob das andere Museum jetzt mich reinlässt. Ja, wir werden sehen. Ich berichte euch. Okay, folgende Situation. Wie ihr seht, bin ich gerade schon wieder am rausgehen aus dem National Museum. Also was heißt gerade? Ich war da jetzt eine gute Stunde, bin so durch ein paar Abteilungen gelaufen, aber es ist schon sehr, sehr voll da. Caro geht es leider nicht so gut. Die bleibt heute im Hotel und schläft da ein bisschen, damit es ihr morgen wieder gut geht. Vor allem auch für die Reise ist es wichtig, weil morgen wir ja 13 Stunden zurück unterwegs sein werden. Deshalb werde ich heute den Tag hier allein in Washington verbringen. Ist leider so, man kann nichts daran ändern. Ich werde das Beste versuchen, daraus zu machen. Leider ist der Regen nicht besser geworden. Eigentlich war angekündigt, dass es für den Nachmittag nicht mehr regnen soll, aber gut. Ja, aber ich habe mich jetzt dazu beschlossen, trotzdem noch was draußen zu machen. Und zwar will ich zum Arlington Cemetery. Es ist so falsch ausgesprochen, aber so ein Friedhof auf jeden Fall, der hier ganz schön sein soll. Da werde ich jetzt die Metro hinnehmen, genau. Und dann werde ich mir das da mal anschauen. Ich hoffe, dass der Regen weniger wird. Es ist in Ordnung, aber es ist schon ein bisschen nervig. Ja, und danach schaue ich mal, was ich noch so mache. Aber das steht jetzt erstmal auf dem Programm. Cemetery, keine Ahnung. Auf dem Friedhof auf jeden Fall. Über Berge hier bis zum Horizont erstrecken sich die ganzen Grabmäler, und schon sehr beeindruckend, aber natürlich auch erschreckend, so wie viele Menschen in diesen ganzen Kriegen gestorben sind. Aber ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hierher gekommen bin, weil die Aussicht von hier ist schon echt schön. Und einfach um das mal zu sehen, weil es wirklich beeindruckend ist mit den ganzen Gräbern. Über die Sklaven, die hier gelebt haben, auf dem Arlington House oder im Arlington House. Super interessant, das schaue ich mir jetzt noch an, und danach werde ich auch, denke ich, wieder runtergehen zur Metrostation und einen McDonald's suchen, weil ihr kennt mich, ich habe wieder Lust auf einen McSunday, das brauche ich jetzt einfach. Mal schauen, ob ich einen finde. Aber ja, sehr interessant hier, kann ich empfehlen. Wenn ihr nach Washington kommt, schaut euch das an. Ich habe einen McDonald's gefunden, da werde ich jetzt hinfahren mit der Metro und dann von da an nach Hause laufen oder zum Hotel laufen, besser gesagt. Ja, das ist so der Plan. Mal schauen, ob alles klappt. Aber eigentlich finde ich mich hier eigentlich ganz gut zurecht.
Obwohl das Metrosystem ist ein bisschen komisch mit der Karte und so. Es gibt so eine Karte, die man halt immer wieder aufladen muss mit Geld und dann halt swipen muss. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie in London. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber habe ich so noch so in Erinnerung. Ja, aber ich finde mich gut zurecht. Und ihr müsst ja bedenken, dass ich überhaupt kein WLAN habe. Ich bin abhängig von öffentlichen WLAN und hangel mich immer so von einem Wi-Fi zum anderen. Zum Glück haben die bei der Metrostation, bei den meisten zumindest, WLAN. Und jetzt auch hier hatten die gerade WLAN. Ja, aber das ist schon ein bisschen schwierig, muss ich euch sagen. So ohne SIM-Karte hier. Aber kriegt man hin auf jeden Fall. Und man spart sich $40 im Monat. Ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin. Und ich hoffe, dass mit dem McSunday klappt und dem McDonald's hat Eis. Ansonsten wäre das sehr traurig, aber okay. Same thing wie yesterday. ja, ich bin wieder auf dem Weg zum Subway. Upsi! Ich hätte echt mir da die App runterladen sollen für den Urlaub und einfach mal ein bisschen Coupons sammeln, ein bisschen was umsonst bekommen, aber nee, ich bestelle mal als Gast. Super. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt nochmal einen Wrap bestellt bei denen. Hatte ich noch nie, glaube ich, bei Subway. Mal schauen, wie der ist. Hatte ich aber irgendwie Bock drauf, deshalb gehe ich da jetzt wieder hin. Und ja, dann mal schauen, was wir heute Abend noch machen. Vielleicht schauen wir einen Film mal zusammen, mal schauen. Mal schauen, schauen wir also Sponti. Heute ist auch St. Patrick's Day hier, deshalb sind hier alle Bars voll. Ja, aber ich glaube, wir bleiben im Hotel und chillen ein bisschen,